Hallo Leute! Da wir die 300 Abonnenten geknackt haben und erstmal herzlichen Dank dafür, ich freue mich auf jeden Fall riesig, habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht wäre es, wenn ich ein Vorstellungsvideo mache von meinen Pferden. Heißt, ich zeige euch alle meine Pferde und erzähle euch etwas darüber. Ich habe zwar nicht zu jedem Pferd eine wirkliche Geschichte, aber zu manchen Pferden schon und ich möchte sie einfach mit euch teilen. Und ja, das sind die. Das sind meine, ich glaube, drei, nee, 12 Pferde sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, genau, 12 Pferde sind es. Und ja, ich möchte sie einfach mit euch heute teilen. Fangen wir mit meinem allerersten Pferd an. Darkord. Das ist ein Warmblut und das ist auch, wie gesagt, mein allererstes Pferd, denn mit ihm habe ich mein ganzes NSR-Leben und auch SR-Leben miterlebt. Ich habe ihn ja, wie schon gesagt, am Anfang des Spiels und es ist einfach mein treuer Begleiter. Er hat mit mir einfach alles durchgemacht und keine Ahnung, es ist einfach wie so. Es ist, als ob es so zu einer Familie dazugehört. Er teilt mit mir einfach alles, denn ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein krasses Gefühl, dass man so ein Pferd schon seit Anfang an hat und dass man mit ihm einfach schon so viel miterlebt hat, so viele Quests und Aufgaben. Man ist mit ihm einfach schon so weit herangewachsen. Ich bin einfach stolz und froh, dass ich dieses Pferd habe und ich würde es für nichts auf der Welt austauschen wollen. Mein weiteres Pferd oder eher Pony ist Cookie Rider. Cookie Rider habe ich damals im NSR-Bereich gekauft für eine Pony-Quest. Und ja, seitdem habe ich es. Und ich muss sagen, ich finde das Pony jetzt nicht so schön. Aber ich finde es für mich meiner Meinung nach immer noch, das sind die treuesten Ponys. Also ich finde sie irgendwie. Ist diesen besser als die neuen als die neuen Ponys so. Und ich muss sagen, es ist auch so mein Schatz, aber so richtig mein Liebling ist es nicht. Aber ich habe mit ihm wirklich auch ganz viel durchgemacht. Und dafür bin ich auch dankbar. Mein drittes Pferd ist Dark Diamond. Dark Diamond ist ein Lusitano und ist auch gleichzeitig mein erstes Pferd, was ich im Starrider-Gebiet gekauft habe. Ich bin darauf mächtig stolz, denn ich reite ihn sogar heute noch. Und das ist jetzt fast ein ganzes Jahr her, wo ich dieses Pferd gekauft habe. Und ich bin mit ihm so viele Sachen durchgegangen. Und es ist einfach mächtig, wie ein Pferd so eines bedeuten kann. Auch wenn es nur ein Spiel ist, das Pferd bedeutet mir einfach so viel. Es ist mir sowas von ans Herz gewachsen. Ich bin dadurch, dass ich hier im Spiel diesen Lusitano gesehen habe. Seitdem bin ich ein Lusitano-Fan und ich bereue es überhaupt nicht. Mein nächstes Pferd und das auch das vierte Pferd ist Star Prince. Star Prince ist ein Friese und ist bei Steve zu kaufen. Ich habe ihn damals gekauft, weil ich mich auch in ihn verliebt habe. Ich wollte so gern einen Friesen haben und ich konnte einfach nicht warten, bis ich zum Mondsicheldorf konnte. Ich hab's also nicht anders getan, als ihn zu kaufen. Ich wollte es einfach und ich hab's nicht bereut. Ich muss sagen, ich habe mit Star Prince so viele Schleifen gewonnen, so viele Championate mitgemacht und dafür, dass es jetzt kein so gutes Pferd ist, muss ich sagen, bin ich echt stolz, weil ich habe so viel mit ihm gemacht. So viele Wege bin ich mit ihm schon gegangen und das ist einfach so ein Erfolgserlebnis, was er mit so einem Pferd gemacht hat. Und dafür habe ich ihn echt lieb. Mein fünftes Pferd ist Gold Angel. Gold Angel ist mein Haflinger oder ist ein Haflinger und ist somit auch mein erstes Pferd, was nicht schwarz ist. Sonst hatte ich immer nur schwarze Pferde im Stall und ja, meine Freundin hat mich irgendwie dazu überredet, dass ich mal
andere Fellfarbe, also ein anderes Pferd kaufen soll, was aber nicht schwarz ist. Ja, dann habe ich mich für Gold Angel, mich für Gold Angel interessiert. Und ja, keine Ahnung, ich wollte eh einen Halflinger haben und da sie auch einen Halflinger hat, wollte ich das dann auch kaufen. Hab mich auch in ihn verliebt, also es ist eigentlich eine sie, aber hab mich in sie verliebt. Ich muss auch sagen, reite nicht so viel auf ihr, weil ich, weiß ich nicht. Ich mag sie zwar, aber es ist nicht so mein Pferd, wo ich sage, okay, ich reite es jeden Tag. Deswegen ist es nicht so mein allerliebstes Pferd, aber ich habe es trotzdem lieb. Das ist mein sechstes Pferd und zwar Mini Angel. Mini Angel ist ein Isländer und ist mein erstes Pferd, was ich in New Hillcrest gekauft habe. Ich war echt stolz, dass ich endlich nach New Hillcrest konnte und deswegen wollte ich einfach zur Feier ein Isländer kaufen. Isländer wollte ich sowieso haben, da sie eine coole Gangart haben, also die haben ja diese Fähigkeit zu töten. Und ja, keine Ahnung, ich wollte es einfach kaufen, weil ich wollte endlich töten. Und es ist so ein cooles Gefühl und es sieht auch ein bisschen witzig aus. Auf Mini Angel reite ich heute auch noch, aber nicht so viel wie auf anderen Pferden. Das siebte Pferd ist Blue Angel. Blue Angel ist ein Urpferd und es ist, ja, gut. Ich wollte ein Urpferd haben, da es das erste Mal für mich war, dass ich da diese Urpferdzeiten miterleben konnte. Es war das erste Mal und deswegen wollte ich einfach zur Feier ein Urpferd haben. Ich wollte wissen, wie das Gefühl ist, auf einem Urpferd zu sitzen oder generell auf einem Großpferd zu sitzen. Und ich wollte auch wissen, wie es ist, wenn das so die Fellfarben wechselt. Ja, ich finde die Fellen an sich sehr schön, bin aber an diese Urpferde nicht so begeistert. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin nicht an so diese Großpferde dran interessiert. Deswegen ist Blue Angel nicht einer so meiner Favorites und deswegen reite ich es auch nicht so viel. Das nächste Pferd ist Snow Queen. Snow Queen ist ebenso ein Friese, eher ein Friese-Sportpferd. Ich habe sie in Mondsicheldorf gekauft, weil ich Friesen über alles liebe. Ich wollte ein anderes Pferd kaufen, also einen anderen Friesen. Und da sie meine allererste weiße Schimmel, da sie mein allererster weißer Schimmel war, wollte ich sie einfach haben. Ich wollte generell so noch einen Friesen haben. Und da sie eh weiß ist und auch mal so als Abwechslung, wollte ich sie haben. Auf Snow Queen reite ich sogar heute noch sehr viel und ich bereue diesen Kauf auf keinen Fall. Mein neuntes Pferd ist Nightfighter. Nightfighter, also Nachtkämpfer, ist ein Lipizzaner. Und ich muss auch sagen, meine Freundin hat mich dazu überzeugt, einen Lipizzaner zu kaufen. Ich habe mich dann auch überreden lassen und wollte es auch kaufen, weil es ist wie gesagt wieder eine Abwechslung. Er ist zwar schwarz, aber ich mag ihn wegen dem Stern auf seiner Stirn. Ich habe mich da irgendwie so direkt verliebt und ja, und die machen ja diese wunderschönen Levaden. Ja, ich glaube, das heißt Levade. Und ja, deswegen wollte ich das einfach haben, weil es ist einfach so ein cooles Feeling und es ist auch ein Dressurpferd. Allerdings reite ich es nicht so viel wie die anderen Pferde. Aber ich bereue es auch auf keinen Fall. So, mein nächstes Pferd, das zehnte Pferd, ist Autumnstar. Autumnstar ist ein Lusitano und er ist braun. Ich fand ihn so schön. Ich wollte ihn schon so lange haben und habe ihn mir nach einer langen Zeit endlich mal gegönnt. Und ja, ich habe ihn aus dem Grund gekauft, weil ich, wie gesagt, ein Lusitano-Fan bin. Und es wird auch nicht der letzte sein, den ich besitze. Es werden auf jeden Fall noch welche einziehen. Denn ich liebe Lusitanos einfach. Und ja, ich habe mich sofort in den verliebt und ich reite ihn sogar heute noch so was von viel, da ich einfach auch diese Gangart liebe und ich kann von Lusitanos einfach nicht genug haben. So, mein vorletztes Pferd ist Gold Cookie. Gold Cookie ist ein Trakehner und ja, um diese Zeit kamen die Trakehner alle raus und ja, ich wollte mir einfach mal einen Trakehner kaufen und ich wollte mir ausgerechnet auch diesen kaufen, weil er so einen schönen Fellwechsel hat. Er hat drei verschiedene Farben, zwei Fellfarben, also zwei Farben in der Mähne. Das hat ihn irgendwie so besonders gemacht und deswegen wollte ich ihn auch haben.
da er auch wieder so ein bisschen anders ist als alle anderen. Ich reite ihn aber allerdings nicht so viel, aber er gefällt mir trotzdem, deswegen bereue ich den Kauf nicht. So, mein letztes Pferd. Und es ist auch, glaube ich, das größte Pferd. Und zwar ist es Big Soul, also große Seele. Big Soul ist ein Clydesdale und die Clydesdales haben mich in den Trailers sowas von überzeugt. Sie sahen einfach richtig schön aus und ich wollte einfach so ein Pferd haben und die einfach total schön aussehen. Und ja, dann habe ich mir so ein Pferd gekauft, das Clydesdale. Anfangs wollte ich ein anderes, also eine andere Fellfarbe, aber dann wurde ich wieder überzeugt und dann habe ich mich zu dieser entschieden. Ich hab's jetzt nicht richtig bereut, aber ich muss schon sagen, ich finde die Clydesdales jetzt doch nicht so, weil die einfach auf den Videos anders aussehen, als wenn man die hier in SSU sieht. Und ja, ich reite sie wirklich sehr selten. Deswegen muss ich sagen, ich bin nicht so überzeugt von den Clydesdales. Genauso wie viel wie die Uris. Deswegen, ich muss auch sagen, dass ich generell kein Großpferdefan bin. Also so große Pferde mag ich überhaupt nicht in SSO. Aber im Real Life mag ich Großpferde gerne. Und ja, deswegen ist es mein Fazit zu den Clydesdales. Und ja. Ja, das waren alle meine Pferde. Es sind nicht recht viele. Aber ich muss sagen, man muss auch nicht immer viele Pferde besitzen. Ich bin stolz auf alle. Und ich habe die auch alle ganz dolle lieb, auch wenn sie nicht so coole Geschichten haben, aber es ist ja nicht so wichtig. Ja, ihr könnt mir ja mal gerne eure meine Kommentare schreiben, wie viele Pferde ihr besitzt. Also ich besitze jetzt, wie gesagt, 12 Pferde und ich habe sie alle ganz doll lieb. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr gern sowas nochmal sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da oder schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich mich sehr freuen und viel Spaß. Tschüss!